Ja, Leute, willkommen zurück zum neuen Part von Sherlock Holmes und Devil's Daughter. Wir haben im letzten Part den mysteriösen Typen verfolgt und wir starten weiter. Ich muss wissen, was da drin vorgeht. Ah, das ist also sein Ziel. Und gucken wir mal, was er da möchte. Okay, ich muss einen anderen Weg finden. Hier rein geht auch nicht. Gucken wir mal, wo es reingeht. Hier also. Ah. Ein Stück Mauer kaputt. Ja, du kannst von der... Achso, ich muss mich ducken, oder was? So, was... Wo geht's denn hier hin? In den Hinterhof, oder? Oh Mann, so viel teures Zeug. Ja. Noch was hier, außer das teure Zeug? Zum Beispiel diese Waffen oder das Wappen. Ja, hier ist Wappen. Ein Wappen? Das könnte nützlich für Mr. Holmes sein. Ich zeichne es mal ab. Zack, einfach so abgezeichnet. Zu gefährlich zum Reingehen. Okay, dann nicht. Dann gehen wir halt ans nächste Fenster. Ich kann nichts erkennen. Ich kann nichts erkennen. Ach so, alles klar. Ist wohl verdunkelt oder dreckig. So, noch ein Fenster. Ich kann nichts erkennen. Okay. Da auch nicht, oder? Ich kann nichts erkennen. Ne. Hier aber. Da müsste was erkennbar sein. Leben hier nur zwei Leute? Was für eine Verschwendung. Ja, so sieht's aus. Was haben wir hier? Säcke voller Essen. Gefällt mir. Zeit für den Bericht an Mr. Holmes. Ich muss hier verschwinden, bevor sie mich erwischen. Okay, ab hier. Ach, hier wieder über dem Feld, diese Mauervorsprung. Gehen wir hier durch und ab zu Mr. Holmes und sagen ihm die Neuigkeiten. So, können wir eine Schnellreise dahin gehen, glaube ich. Zu Mr. Holmes. Außer er kommt jetzt uns entgegen oder so. Schauen wir mal. Aber mysteriös. Essen, ein Wappen und jede Menge Essen. Und zwei Leute wohnen im Haus. Bestimmt ein Ehepaar. Höchstwahrscheinlich ein Ehepaar. Oder Geschwister, wer weiß. Finden wir alles noch raus. Mal gucken. Ziemlich seltsam. Was schließen Sie aus dem, was Wiggins herausgefunden hat, Holmes? Wiggins Wappenbild untersuchen. Gute Arbeit von Wiggins. Okay, dann gehen wir mal zu seinem Tisch. Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Mein Analysetisch. Ja, dann hilfreich bei meiner Arbeit. Analysier doch mal den Zettel. Dann müssen wir erst zu den Büchern gehen. Holmes, wir müssen dem Jungen helfen. Bestimmt müssen wir erst zu den Bücherregal. Genau, nach Wappen suchen. Fortschrittsberichte. Na, wir gehen erstmal hier hin. Forschungsberichte nicht. Ordnung, Ordern und... Orden und Medaillen. Chemie. Orden und Medaillen. Nicht das, was ich benötige. Das Bild des Wappens, was Wiggins aufgezeichnet hat. Nicht das, was ich benötige. Auch nicht. Nicht das. Nicht das. Auch nicht. Nicht das. Nicht das, was ich benötige. Okay. Zeichen und Symbole.
Nicht das, was ich benötige. Ehrlich nicht? Nicht das, was... Ah, das Zivilbeamte der Familie Marsh. Der gegenwärtige Repräsentant der Familie ist der bekannte Wohltäter Lord Edward Marsh. Er hilft den Armen und Bedürftigen von Whitechapel mit Lebensmitteln, warmer Kleidung etc. Darüber hinaus ist Lord Marsh der Mitgründer des SOG, Sonderausbildungsprogramms, mit der arme Menschen die Möglichkeit einer Ausbildung erhalten. Lord Marsh residiert in Mainsbury Road, London. Da, gefunden. Okay. Dieser Mann könnte also Lord Marsh sein. Ein Lord, der sich in Kneipen herumtreibt. Statten wir Lord Marsh einen Besuch ab und tun wir so, als ob wir uns für seine Wohltätigkeit interessieren. Alles klar, dann eine kleine List hier, um an ihn ranzukommen. Mr. Holmes, Sie haben Besuch. Sagen Sie, er soll warten. Ich fürchte, das wird nicht helfen. Diese junge Dame weigert sich zu warten. Was? Vater! Caitlin! Ihr Internat wurde überschwemmt, also hat man alle nach Hause geschickt. Es war dort auch so schon muffig genug. Meine Güte, wie bist du nur so schnell so groß geworden? Du bleibst hier. Es wird sich ein Bett finden. Holmes, sie kann natürlich mein Zimmer haben. Sag, was meinst du dazu, Kate? Hast du einen neuen Fall? Eine edle Dame, die erpresst wird? Oder eine Liebesgeschichte zwischen einem Prinzen und einer Jungfer? Wer weiß, wer weiß. Du wirst es mir doch verraten, Vater. Wenn Gefahr droht. Nur wenn wir in Lebensgefahr sind. Na schön, viel Spaß. Ich werde meinen Koffer auspacken. Helfen Sie mir, Mrs. Hudson? Ich weiß jetzt nicht, was das mit dem Fall hier zu tun hat, dass wir ihr das sagen sollen. Es ist so schön, dass Kate hier ist. Gehen Sie, Mr. Holmes. Ich kümmere mich um alles. Okay. Na, klein Toby? Braver Toby. Die beste Spürnase im Königreich. So sieht's aus. Mein Analysetisch. So, wir sollen einmal untersuchen Sie das Verschwinden von... Genau, das haben wir. Sind wir ja dabei. Ne, falsch. Hier wollte ich hin. Wir sollen zu Marshs Haus. Haben wir hier neue Beweise, das Familienwappen der Wiggins. Also, das Wiggins angefertigt hat. Das haben wir ja gelesen. Kann ich eigentlich von hier aus schnell reisen auch? Oder muss ich auf die Straße gehen? Da gucken wir mal eben. Weil da möchte ich nämlich... Ah, ich kann auch von hier aus schnell reisen. Gucken wir eben nochmal in die Akten. Dann ist das nicht so... Da sind wir ja dabei, die Aufgabe. Gibt's nur Porträts jetzt immer noch von Tom, von keinem anderen. Vielleicht kann man ja ein Porträt von diesem Marsh anfertigen. Wer weiß. Gucken wir mal eben, dass die Ladesequenz gleich vorbei ist. So, zum Beispiel jetzt. So. Was passiert? Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Nun, von Ihrem Vater. Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Für seinen Tod heißt das, er ist nicht der echte Vater von ihr. Gehen wir hinein. Okay. Kommen Sie herein. Ja, lass mich mal rein. Hallo. Irgendwas hier? Nö. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Jetzt kann man ein Porträt anfertigen.
haben wir hier? Gerötete Augen. Schlafmangel, sag ich mal. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Hier, was ist das? Decke, er ist krank. Der verheimlicht ja etwas. Wir machen mal, er ist krank. Seine Nägel sagen nichts. Tabletten, starke Schmerzmittel. Okay, er ist doch krank. Was ist das? Das ist sein persönlicher Assistent. Hier ist das Wappen. Mitglied eines Yacht-Clubes. So, eine Sache haben wir noch. Eine Sache. Wo ist die letzte Sache? Ah, hier der Ring. Goldring, wohlhabend. Ach, da fehlt noch was. Ach so. Es fehlt noch eine Sache. Hier irgendwo? Ne, hier nicht. Bei dem Typen eventuell. Na, hier ist auch nichts mehr. Wo ist denn die letzte Sache? Ah, hier. Wir gucken noch mal hier hin. Schlafmangel oder er fühlt sich nicht gut. Machen wir mal. Und dann wohlhabend. Machen wir so. So, erstmal hier. Ruben Fischer ist ein 25 Jahre junger Mann und dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Ruben Fischer ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. So, und Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man an seinen teuren Kleidung und an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, deswegen hat er eine Decke gewickelt, obwohl es im Zimmer recht warm ist. Stören wir etwa? Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Ruben Fischer. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Ihr Gesicht kommt mir bekannt Interessant. Vor. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich, als Arbeiter verkleidet, andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit, für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger Gesegneten, London zu einem besseren Ort zu machen.
Fantastisch. In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. So, dann seine Krankheit. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, my Lord? Mir geht es gut. Was haben wir hier? Schmerzmittel. Auf dem Tisch von Lord Marsh steht eine geöffnete Packung starker Schmerzmittel. Dr. Ruben Fischer hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den Armen und den Bedürftigen in London anzubieten. Mir geht es gut. Nur eine Grippe, aber das Schmerzmittel. Wenn dem so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Okay. Ja, Leute, ich beende an dieser Stelle hier den Part. Wenn euch der Part bis hierhin gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Schreibt Feedback in die Kommentare, wie euch der Part gefallen hat. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Ich bin raus. Peace.